Heutige Verbrennungsmotoren sind abhängig von fossilen Energien. Neue Kraftstoffe aus nachwachsender Biomasse zu erforschen und darauf eine Technologie für moderne Verbrennungsmotoren zu gründen, ist das Ziel des Exzellenzclusters maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse an der RWTH Aachen. Bereits heute, 2 Jahre nach Start des Clusters, haben wir erste Kraftstoffe identifiziert, die uns eine praktisch rußfreie Verbrennung im Dieselmotor ermöglichen. Und dieses wollen wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren weitertreiben, um langfristig ein Gesamtoptimum, auch Kombinationen, also sogenannte Blends aus verschiedenen Kraftstoffen zu finden. Ein vielversprechender Rohstoff für Kraftstoffe aus Biomasse ist Holz. Im Labor der Aachener Verfahrenstechnik wird erforscht, wie der natürliche Verbundstoff Holz in seine Fraktionen Zellulose, Hemicellulose und Lignin zerlegt werden kann. Bei diesem Holzaufschluss kommen neuartige Lösungsmittel zum Einsatz, zum Beispiel maßgeschneiderte ionische Flüssigkeiten. Unsere Strategie ist die direkte Nutzung der Syntheseleistung der Natur. Biokraftstoffe werden aus molekularen Biomassebausteinen in flüssiger Phase bei moderaten Prozessbedingungen gewonnen. Mit der Entwicklung neuer Lösungsverfahren sind völlig neue Prozesse für die Nutzung der Biomasse denkbar. Den Aufschlussprozess wollen die Aachener Forscher weiterentwickeln, indem sie weitere Schritte wie die Bio- und Chemokatalyse integrieren. Auch in der Katalysetechnik wollen die Wissenschaftler des Clusters neue Wege beschreiten. Für die selektive Umwandlung der aufgeschlossenen Biomasse in Kraftstoffe werden im Labor Katalysesysteme entwickelt. Getestet und optimiert werden sie in einer aus Clustermittel angeschafften Hochdruckanlage. Vereinfacht gesagt geht es darum, komplexe Moleküle des Rohstoffs Biomasse gezielt und effektiv in einfachere Moleküle zu überführen. Auf Basis der grundlegenden Untersuchungen und des molekularen Verständnisses, das wir im Labor und am Computer uns erarbeiten, sind wir in der Lage, für ausgewählte mögliche Kraftstoffkomponenten auch die Mengen zur Verfügung zu stellen, die für eine Testung im Motor unter realen Bedingungen notwendig sind. Einer der kritischen Schritte im Herstellungsprozess von Biokraftstoffen ist der effiziente Abbau der Lignocellulose durch geeignete Enzyme. In der Bioverfahrenstechnik wird auf der Suche nach diesen optimalen Zellulasen ein Screening-Roboter eingesetzt. Die BioLector-Technik der Roboterplattform ist ein optisches Messsystem, das es ermöglicht, den Abbau der Zellulose in Echtzeit zu verfolgen. Die Wirtschaftlichkeit der Prozesse ist ein weiterer Aspekt. Die bei der Holzauflösung verwendeten ionischen Flüssigkeiten sind so teuer in der Herstellung, dass sie mehrfach einsetzbar sein müssen. Entscheidend dafür ist, die Verunreinigungen aus den ionischen Flüssigkeiten abzutrennen und diesen Prozess später auch im technischen Maßstab zu realisieren. Die Ergebnisse der Untersuchungen am Atomic Force Microscope bilden die Basis für die Auslegung eines technischen Abscheiders bei der Produktion neuer Kraftstoffe. An der Einzeltropfenmesszelle wird zudem quantitativ untersucht, wie bei der Extraktion der Stofftransport an einem einzelnen Tropfen abläuft. Aus den Messergebnissen werden geeignete Modelle für den technischen Herstellungsprozess entwickelt. In den Laboren des Lehrstuhls für Verbrennungskraftmaschinen werden Kraftstoffe der Zukunft getestet und die Motoren der Zukunft entwickelt. Von Bedeutung sind vor allem der Wirkungsgrad und das Emissionsverhalten der neuartigen Kraftstoffe. Wir versuchen, den hohen Wirkungsgrad des Dieselmotors mit den geringen Schadstoffemissionen des Ottomotors zu kombinieren. Ein solches neues Brennverfahren wird erst durch ganz neue maßgeschneiderte Kraftstoffe möglich. Unsere Aufgabe ist es daher, die optimalen Kraftstoffeigenschaften für ein solches neues Brennverfahren zu bestimmen. Ziel der Untersuchungen im Labor ist es, aus den gewünschten Kraftstoffeigenschaften Rückschlüsse auf die optimale Molekülstruktur zu ziehen. Die Ergebnisse bilden daher eine wichtige Grundlage für die Kraftstoffentwicklung im Exzellenzcluster. Um die Vielzahl von Stoffen und Prozessen zu bewerten, werden auch Computersimulationen eingesetzt. Sie unterstützen die zeitlich sehr aufwendigen experimentellen Untersuchungen in allen Forschungsbereichen. Die Wissenschaftler simulieren zum Beispiel den Lösungsprozess von Holz, um geeignete ionische Flüssigkeiten bereits am Computer bestimmen zu können. Die heutigen Modelle sind bei weitem nicht ausreichend, um die gewünschten Stoffeigenschaften am Computer zu simulieren. Deswegen machen wir grundlegende Modellentwicklung, starten mit den Eigenschaften einzelner Moleküle. Das Ziel ist es dann langfristig, die neuen Kraftstoffe am Computer zu designen.
Um ihr Einspritz- und Verbrennungsverhalten zu verstehen, werden die entwickelten Kraftstoffe in der neuen Verbrennungshochdruckkammer des Clusters eingespritzt und dabei optisch untersucht, unter Bedingungen, wie sie in Verbrennungsmotoren herrschen. Ein erster neuartiger Biokraftstoff wurde gemeinsam von Biologen, Chemikern und Ingenieuren aus Verfahrens- und Verbrennungstechnik bereits entwickelt. Ein erster Erfolg auf dem Weg in eine nachhaltige Mobilität der Zukunft.